Ich frage dich, wer ist der Champion? Wessen Gedanken sind weit tiefer als der Grand Canyon? Kennst du ihn denn noch nicht? Er ist längst auf der Pflicht, dich in seine großen, starken Arme zu schließen. Doch bist du zu stolz, kannst du nicht zu ihm kommen. Denn Gott widersteht den Stolzen, auch wenn dein Stolz schwer wiegt wie Tonnen. Er sieht wie Sonne über die Dunkelheit. Er macht kranke Herzen gesund und weit. Egal was dich noch umtreibt, weil der Satan es noch bunt treibt. Mit Stunk und Leid, Überheblichkeit, Streit und Neid. Jesus Christus ist stärker, er befreit und heilt. Jesus ist der Siegerheld. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Trotzdem ist er der sie erhält. Der dich aufhebt, wenn du niederfällst. Ja, Jesus ist der Siegerheld. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Trotzdem ist er der sie erhält. Der dich aufhebt, wenn du niederfällst. Ja, Jesus hat den Weg zum Vater geebnet. Ja, Jesus sieht es dem Vater begegnet. Weil die beiden eins sind, nennt Jesus mich sein Kind, während er mich sicher heimbringt. Oh, oh, yeah. Oh, 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 oh. Jesus, sein Reich beginnt auf dieser Welt. Ja, ich mache mit Gott gemeinsame Sache. Ich lege mich immer wieder in seine Arme und lache oft auch über mich selbst. Denn ich bin durch die Sünde auch übel entstellt. Doch Gott wird nicht müde und hält es in meinem Innern immer mehr auf. Komm ich zu ihm, gehe ich niemals leer aus. No, oh, yeah. Niemals leer aus, sondern reich beschenkt. Oh, yeah, weil er kommt mit seinem Geist in mein Herz, wirkt wunderbar, macht mich neu, macht mich schön, macht mich wunderbar. Oh, 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 oh. Wunderbar. Yeah. Er verwandelt mich in Jesu Bild. Haha, yeah, oh, oh, yeah. Halleluja.